Hallo zusammen und willkommen zu einer Offline-Reaction. Heute mal nicht im Livestream, denn ich habe gerade eben irgendwie Langeweile gehabt. Ich weiß gerade nicht, was ich für ein Videothema nehmen soll. Und momentan mache ich halt jeden Tag ein Video. Und deswegen dachte ich mir, ey, da nehme ich jetzt mal ein bisschen Auszeit. Und ich reacte einfach so mal offstream auf ein Video. Denn es gibt hier ein Video, das wollte ich so oder so mal mit euch angucken. Ich glaube, ich habe das sogar schon eines Tages mal angeguckt. Und habe das auch unter anderem für ein Video mitbenutzt. Und das von Ton verändert, und zwar, wie große TikToker kleine Kinder abziehen. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich finde auch ein sehr, sehr brutales Thema, weil hier geht es unter anderem auch um diesen Inugashi, um diesen Spendenbettlern, und das ist wirklich größter Abfuck aller Zeiten. Real Talk, ich sage euch so, wie es ist, der größte Abfuck einfach. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an, denn ich weiß gar nicht mehr, wie er das Video so gestaltet hat und was er alles so dazu sagt. Ich denke, es könnte echt sehr, sehr spannend werden, ja. Fahr durch meine Stadt, ich geb kein Pick, 200 km/h. Ey, yo, was geht? Meine Damen und Herren und Gespenster, wir haben Wochenende, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme. Und ihr müsst euch das Ganze mal so vorstellen. Es gibt Leute am Wochenende, die gehen saufen, die gehen Party machen. Die setzen sich vor eine Kamera und reden mit einem Gespenst. Naja, und es gibt natürlich auch TikToker. Und es ist ja kein Geheimnis, dass TikToker absolut hirnverbrannt sind. Leute, die sind gerade im Mediamarkt und jetzt einfach so eine Mystery Box für... Also jetzt mal Real Talk, wenn wir jetzt mal ganz, ganz ehrlich sind, so 99% auf TikTok ist halt wirklich absoluter Schmutz. Ich habe auch keine positiven Erfahrungen gemacht. So 1% sind so schon unterhaltsame, lustige Sachen, aber sonst wirklich, was du da so siehst, richtiger Schmutz. Manche, also das ist jetzt auch nicht böse gemeint, ne? Aber manche, die machen auch so Livestreams, wo die halt singen. Und dann sind die von sich überzeugt, wie gut die singen, obwohl das halt so brutal scheiße klingt. So, das, ach man, ey, das ist wirklich so schwierig. Es sind auch so viele Kinder am Start, die auch so Spenden betteln. Also wirklich, die machen auch schon so Livestreams, so Spenden-Livestreams, wo die halt die ganze Zeit sagen, das. Also die müssen 1 Million Mal das Wort das sagen. Und immer wenn was gespendet wird, dann müssen die noch mehr dieses Wort sagen. Nur damit die halt mehr Spenden bekommen. Also es ist so geisteskrank. Also wirklich, ohne Scheiß. Ich finde, TikTok ist so eine Plattform, das zeigt einfach nochmal so den Schmutz unserer Gesellschaft, nur nochmal in einer vergrößerten Form da. Ja, also finde ich persönlich, ja. Das ist nicht gut, liebe Freunde, ja. 1111 Euro. Und Leute, ich tue es mir jetzt an, ich werde die kaufen. Und ich sitze da. Ja, an einem schönen Samstagabend auf TikTok und mir wird ein richtig geiler Livestream vorgeschlagen. Und ihr dachtet wirklich, Max Emre ist schlimm, dass er um eine PS5 bettelt. Die TikToker sind viel schlimmer. Ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, ja. Da sind wirklich große TikToker, wie zum Beispiel Ey Freundin, kennt ihr die? Glaubt mir, wollt ihr auch gar nicht kennenlernen. Die setzen sich dahin über den ganzen Abend und betteln einfach nach Spenden. Die betteln einfach nach Spenden. Leute, diese Rakete ist eine neue Spendendingens, ich weiß es nicht. Der kann uns jetzt nicht einholen. Wir müssen auf der 1 jetzt bleiben. Wir haben es jetzt so hoch geschafft. Ey Leute, es wird hart. Junge, das sind erwachsene Menschen. Ey, real talk, das sind erwachsene Menschen. Gut, meine Kasse steht jetzt auch hier auf. Die einfach sich vors Handy setzen, nicht die Leute unterhalten und einfach nur sagen, bitte spendet mir. Weil ich möchte auf Platz 1 der wöchentlichen Rangliste kommen, deswegen brauche ich Spenden. Wie armselig muss das Leben sein, ne? Also das ist irgendwie vergleichbar mit einem Obdachlosen, nur dass ein Obdachloser nach Geld bettelt, damit er überleben kann. Die machen das, um einfach noch zusätzlich sich einfach so finanzieren zu können, obwohl die null Mehrwert bieten, gar keinen Mehrwert bieten die. Das macht mich richtig aggressiv, sowas. Der Typ, der da links sitzt, ich habe keine Ahnung, wer er ist, noch nie von ihm gehört, aber ist wöchentlich. Das war, by the way, Inugashi. Ja. Wöchentliche Top-3-Rangliste, Top 3. Was? Er ist auf jeden Fall auf dieser wöchentlichen Rangliste, die ich gleich noch später erklären werde, auf Platz 3. Also, ihr müsst euch das Ganze so vorstellen. Der Typ links tretet mit seiner Community gegen Freundin mit ihrem Typen, keine Ahnung, rechts an. Und die sammeln dann Punkte. Und Punkte kann man sammeln, indem man wirklich liked. Aber das ist viel zu mühsam und man kriegt da kaum Punkte. Deswegen betteln die einfach um Spenden. Weil, wenn man Spenden kriegt, kriegt man richtig, richtig, richtig viele Punkte auf einmal in seinen Anus reingefahren. Ja. Was dir das Ganze eigentlich bringt, dass du dann Top 1, Top 2 oder Top 3 bist, weiß ich selber nicht. Ich glaube einfach nur Geld. Naja, wenn du Top 1 bist oder so, dann kannst du halt sagen, boah, guck mal, meine Community ist so krass, bla bla bla. Ja man, es bringt halt gar nichts, Leute. Also fallt auf so eine Scheiße nicht drauf rein. So, ihr könnt euch von mir aus gegenseitig betteln, macht irgendwas in der Community, aber doch nicht um weltweit oder deutschlandweit Platz 1 in irgendeiner Rangliste zu werden, weil das juckt die Streamer auch nicht. Das ist ja Hauptsache, die bekommen viel Geld, denen ist das uninteressant, ob die Erster oder Zweiter sind. Die wollen einfach nur das Geld von der Community haben. By the way, bekommt ihr auch
kaum Geld. Ich glaube, die bekommen von den ganzen Spenden nur 30% und TikTok nimmt 70%. Also die Plattform nimmt einfach 70% von den ganzen Spenden, währenddessen der Streamer fast leer ausgeht. Also die müssen so übel viel Geld pro Stream machen, keine Ahnung, die müssen vielleicht so 2000 Euro pro Stream machen, damit die dann ein Drittel vielleicht bekommen, dass sie davon leben können. Also das Ding ist halt, die ziehen damit halt auch einfach die Kinder ab, weil die halt auch nicht wissen, dass so wenig nur an die TikToker geht, ne? Auch so eine übel traurige Angelegenheit. Ich hab's auf Top 1 geschafft. Aber denen geht's eigentlich nur darum, dass die Geld sammeln. Es gibt einmal Rakete, ja, dann gibt's was noch. Was gibt's für neue Spendendingens? Planet und Poolparty. Das sind drei neue Spenden, die ihr machen könnt. Die sind geisteskrank. Aber ich hab das noch nicht bekommen. Alle haben's schon bekommen, außer ich. Guck mal, wie er um diese Rakete bettelt. Ja, alle haben's bekommen. Ich hab's noch nicht bekommen. Also geht einfach rein. Hier oben, ja, seht ihr, 4160 und 1382 Punkte. Klar, wie ich schon vorhin erklärt habe, man kann Punkte auch. Und das ist einer der schlechteren Livestreams, die haben teilweise 50.000 Punkte. Der hatte gerade eben 4.600 Punkte. Also nur mal so zur Relation. So, und der bekommt auch noch eine Rakete. Also es ist halt wirklich so, dass er in diesem Livestream noch eine Rakete bekommt, weil er danach gebettelt hat. Auch durch Likes kriegen. Das heißt, wenn man die ganze Zeit wie so ein Behinderter auf dem Bildschirm rumtippt, dann gibt man den Likes. Aber die meisten Punkte bekommt man eben dadurch, dass Leute spenden. Und jetzt haltet euch fest, eine Rakete. Auf TikTok kann man sich ja so Coins aufladen, so Guthaben, so TikTok-Coins. Und jetzt haltet euch fest, Rakete sind 20.000 von diesen Coins. Und wisst ihr, wie viel 20.000 Coins in echt... By the way, die Rakete, die war eine Zeit lang wieder deaktiviert. Die Rakete gibt's jetzt aber wieder bei TikTok, habe ich mitbekommen. Ja, weil ich war auf TikTok, wollte wieder ein Video machen und habe ich gesehen, oh ja, die Rakete gibt's wieder. 20.000, die kostet wirklich 300 Euro, ne? Das ist so surreal. Echt Geld sind. 16.000 Münzen sind 250 Euro. Das sind ungefähr, 20.000 Münzen sind ungefähr 300 Euro. Und der Typ haut das einfach in einem Instagram-Livestream raus. Ja, das hat jeder schon bekommen. Alter, komm, haut mir Rakete raus. Ich will Rakete. Ja. Einfach so mal kurz, ich will 300 Euro. Und das ist ja eben das Gefährliche, ja? Weil du nicht explizit sagst, ja, komm, spendet mir Geld, sondern gönnt mal Rakete oder gönnt mal Sportwagen oder gönnt mal, keine Ahnung. Und die machen, wie gesagt, die unterhalten ja die Leute auch nicht. Die sagen, deren Stream besteht bloß darum oder daraus, indem die sagen, ja, wir möchten gern Geld haben, bitte gib Geld. Nicht mal eine Unterhaltung ist da geboten. Was machen sie für den Content? Sie reacten nicht, sie reden nicht weiter, also sie besprechen auch keine wirklichen Themen von sich und so weiter. Sie spielen keine Spiele, sie machen gar nichts. Es ist bloß, dass sie vorm Handy sitzen und sagen, guck mal, jetzt findet ein Battle statt, gib mir Punkte. Und es handelt sich auch nur um diese Punktezahl. Ne, also teilweise geht es so ein Livestream, da gerade mal 10, 15 Minuten, wo die sich halt betteln und in diesen 10, 15 Minuten machen sie damit halt hunderte von Euro. Also wie kann man so sein und wie kann man da bitte Geld ausgeben als Kind, als Jugendlicher oder als Erwachsener? Ja, also um den dann noch zu supporten, das ist so armselig einfach. Ahnung, da gibt es so viele Scheiße. Sachen, Noten, Sportwagen, Schnellboot, Perle, Girlande, alles was mögliche. Dummes. Das ist halt echtes Geld. Teilt den Stream und ladet ein. 18,9K, Leute. 18,9, der kommt immer weiter nach vorne. Wir sind gleich weg vom Fenster, Leute. Wenn wir nichts machen, sind wir auf 2. Stillo. Guck mal, der kriegt hier gerade so einen Log gespendet, ja. Und das Einzige, was er dazu sagt... Oh mein Gott, Alter, Leute, Wallah, das wird so krank. Gönnt einfach. Gönnt einfach, Digga. Gönnt einfach, Junge. Gönnt mal halt kurz 300 Euro. Und ich finde es so dreckig, die sitzen halt einfach wirklich vor der Kamera. Ich meine, ich kann ja verstehen, Monte Twitch Stream, Trimax Twitch Stream, ihr wisst, was ich meine. Die sitzen da und spielen irgendein Spiel, die unterhalten ja. Und so. Aber die ja. Sitzen halt wirklich genau. Da und sagt, gönnt mir Rakete, gönnt mir das und gönnt mir jenes, Alter. Und richtig. die armen Kinder, die werden einfach mies abgezogen. Die werden mies abgezogen. Weil, Digga, stell mal vor, ihr ganzes Taschengeld und dann kommt die Mutter und sagt so, ja, ich hab dir doch neulich 300 Euro Taschengeld gegeben. Für was hast du das denn ausgegeben? Junge, ich habe damals als Jugendlicher, keine Ahnung, mit 12 Jahren habe ich 15 Euro Taschengeld bekommen. Oder 10 Euro Taschengeld bekommen. So mit 14 Jahren oder so habe ich 15 Euro bekommen. Mit 16, 20 Euro und so war es. Und dann musste ich mir natürlich auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also dann habe ich so Zeitung ausgetragen, habe nochmal 40 bis 50 Euro pro Monat dafür bekommen. Nur damit ich dann Moped fahren konnte. Wow, geil, ja. Und die sitzen halt einfach in diesen Streams, machen nichts und bekommen einfach hunderte von Euro. Wie gesagt, der Großteil geht an TikTok, aber nichtsdestotrotz. Die bekommen ja trotzdem damit Geld. Das ist so richtig armselig. Und dann wirklich, da denke ich ja auch so... Ey, seid ihr stolz drauf, solche Streams zu machen? So, ihr könnt ja von mir aus irgendwie Unterhaltungsstuff machen und Leute spenden euch aus Supportgründen Geld. Aber sowas ist halt echt armselig.
gegeben. Ja, ich weiß nicht, für eine Rakete, für so einen komischen TikToker. Meine Mutter hätte mir Pistolet gegeben. Guck mal, wöchentliche Rangliste. Ey, Freundin, 2,2 Millionen Points, ja? Jamal 2,2 und dieser andere Typ 1,2 Millionen. 2,2 Millionen, wenn du das nur in diese TikTok-Points ausrechnest, sind es 30.000 Euro, die sie innerhalb von einer Woche gemacht haben. Nur weil sie da sind. Die sie gespendet bekommen haben. Wie gesagt, geht natürlich nur ein Großteil weg. Nichtsdestotrotz, die machen damit fünfstellig einfach. Wenn 70% weggeht, dann machen die trotzdem knapp 10.000 Euro damit. So, das ist ein übelstes Problem, finde ich. Sitzen und sagen, komm bitte, spendet mir Rakete. Wir werden dafür belohnt. Gönnt Rakete. Wie, eine kleine Spende. Wie ich ja vorhin gesagt habe, sind ja die Punkte nicht nur durch Spenden, sondern auch durch Likes und so einen Scheiß. Deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, dass sie 30.000 Euro verdient haben. Aber wirklich, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die haben bestimmt locker einen vier- oder fünfstelligen Bereich an Geld eingesammelt. Und damit meine ich vielleicht so 5, 6 bis 10, 12.000 Euro. Das ist halt das Problem. Einfach das Problem, weißt du, das sind halt kleine Kinder immer noch. Man könnte ja meinen, ja, man kann diese Guthaben-Coins nur aufladen, wenn man ab 18 ist. Wow, wirklich, Digga. Ich habe mir damals auch mit 15 PayPal-Konto erstellt und bin auf, okay. Es ist kein Geheimnis, man kann einfach als Jüngerer überall durchgehen. Es ist einfach so. Und kein normaler Mensch mit gesundem Menschenverstand spendet dem Typ eine Rakete für 300 Euro. Leute, 6 Minuten noch. Gebt nochmal alles. Bitte. Wir müssen den Vorsprung abfahren. Wir sind die ganze Zeit auf Platz 1 jetzt. Und wenn er uns gleich auf Platz 2 haut... Junge, die bettelt nach Spenden und die hat gerade 36.000 Punkte, währenddessen er 2.500 hat. Ey, das tut weh, wirklich, sowas ist, das tut weh, wie kann man das spenden? Alles umsonst. Das wäre so traurig, wirklich. Bitte. Aber habt ihr gerade eben die Chat gesehen? René ist bei Platz 4, Platz 3. Alles umsonst, das wäre so traurig, wirklich. Platz 3 gehört irgendwie Nino, GG, wirklich. Bitte. Danke, anonym. Ey, guck mal bitte, wie viel noch bei mir fehlt. Leute, ich wette um alles, dass... Es geht nur ums Geld, nur. 15,3. Ich wette um alles, dass er noch eine Rakete bekommen wird. Sie fordern die Zuschauer auf, dem so eine Rakete zu drücken. Digga, eine Rakete kostet 300 Euro. Gib doch mir einfach mal so 300 Euro. Dann kann ich wenigstens meinen Cutter ordentlich bezahlen. Wir brauchen mindestens 30, 40, 50k Vorsprung. Hat er einen Cutter? Ich wusste gar nicht, dass Tonfall einen Cutter hat. Ich dachte, er cuttet sogar die Videos selbst. Junge, kann es sein, dass ich gefühlt der Einzige bin, der keinen Cutter hat? Also ich könnte mir auch, es haben sich einige bei mir mal gemeldet und hatten so gesagt, ja hier, ich würde gerne deine Videos schneiden, dies, das. Ich weiß nicht. Ich mache die Hauptvideos lieber selber, keine Ahnung, weil dann bin ich immer angewiesen auf eine Person und wenn es da irgendwelche Komplikationen gibt, dann kommt das Video nicht online und ach, ich weiß nicht. Also es würde halt schon viel Arbeit sparen, aber ich mache es lieber selber, was das angeht. Keine Ahnung. Ja, doch, da bin ich eher so ein bisschen self-made. Sonst eine Rakete wird alles aus... Aber ich will jetzt noch nicht versprechen, dass es immer so bleiben wird. Es kann sein, dass ich mir eines Tages mal einen Cutter hole, aber ich habe auch einfach nicht das Geld dafür, um jetzt den Cutter zu bezahlen. Ja, also ich hätte absolut keine finanziellen Mittel dafür, da jetzt noch den Cutter zu bezahlen, weil ich selber erstmal über die Runden kommen muss, ja. Ich möchte ja trotzdem ja auch ein bisschen was leisten wenigstens. So, wenn ich jetzt schon selbstständig bin, da muss ich auf so vieles achten und gerade YouTube, ne, da ziehe ich gerade so heftig durch, da, keine Ahnung, Mann, ey, wirklich, ich kann mir das gerade echt nicht leisten, den Cutter zu holen. Ich will den nämlich dann auch nicht so bezahlen mit, ja, du bekommst 2 Euro pro Video. Auseinandernehmen bei denen. Die sehen es so voll selbstverständlich. Ja. So, boah, ja, Alter, eine Rakete wird alles auseinandernehmen. Ich verstehe das nicht. Wirklich, ich verstehe das nicht, Alter. Ich glaube, du hast Rakete bekommen. Guck auf dein Handy. Nein, Walla, nein. Aber ich check grad nichts. Du hast Rakete bekommen, aber du bist trotzdem vier. Wer zum Geier spendet dem bitte eine Rakete? Und bitte lass es nicht wahr sein, dass die 1987 geboren ist. Dass die mit 34 Jahren gerade eben Geld spendet, Rosen spendet. Alter, F. Ganz dickes F. Zu spät, nein. Guck mal, er bekommt alles, Digga. Er bekommt Motorrad, er bekommt irgendwie so Eismaschine, dann bekommt er Mic-Drop, er bekommt Tröte, er bekommt Schatztruhe, ja, er bekommt alles, wirklich alles. Der Typ hat da oben 27.000 Punkte. 27.000 Punkte. Er hat innerhalb von diesen 6 Minuten, wie lang eine Runde geht, also, nee, Entschuldigung. Eine so eine Runde geht, glaube ich, 6 Minuten oder so. Keine Ahnung, habe ich damit nicht befasst, wie auch immer. Aber innerhalb von diesen paar Minuten einfach mal kurz mehrere 100 Euro reingespendet bekommen. Digga, ich glaube, ich kündige mein Studium. Ja, ich sitze jetzt ab sofort nur noch auf TikTok, Digga, und stream. Nino, du bist Erster, Bruder. Freu dich doch mal. Digga!
Hey! Der bekommt so viel Geld gespendet und das Einzige, ich krieg eine Aggression, Leute. Ich krieg Aggression. Real Talk. Ich hab's nicht geschafft, Mann. Ich hab's nicht geschafft. Digga, ich verstehe gar nichts mehr. Ich küsse eure Herzen, Leute. Danke wirklich an alle. Wallah, an alle. Er hat so viel Geld gespendet bekommen. Ich küsse euch alle, Alter. Aber es ist leider nicht genug. Bruder, es ist so, wisst ihr, und genau das verstehe ich nicht. Alle beschweren sich über Max Emre, dass der Geld bettelt. Ja, Mann. Und die wirklich, die streamen da auf TikTok. Real Talk, das ist noch ekliger als Max Emre. Bei Max Emre weiß jeder, dass der trollt, dass der triggert und so, außer halt die kleinen Kinder. Und dass er halt bloß aufs Geld aus ist, weil er es auch selber schon öffentlich gesagt hat. So, bei denen ist es so, na, also, spendet mir bitte Geld, ja, damit wir Platz 1 sind. Also eigentlich ist es mir scheißegal, aber spendet mir mit dem Geld. Und ich sage euch auch nicht, dass 70% an TikTok geht, weil sonst würden wir weniger spenden, ja. Das sind die wahren Geldgeier. So, Max Emre, der gibt es wenigstens zu. So, der ist wenigstens noch ein ehrlicher Geldgeier. Aber das ist halt, das ist noch viel beschissener. Da gibt es so viele TikToker, die das einfach streamen, ja. Und wie gesagt, dieses Argument, das sage ich jetzt schon zum 5. Mal, dieses Argument mit diesem, ja, aber man kann ja auch durch Likes Punkte sammeln. Ja, kann man. Das macht nichts aus. Das größte Ding, woran die Punkte sammeln, sind einfach Spenden. Weil du kannst liken, wie du willst, aber wenn jemand irgendwie so ein Zirkus oder was auch immer, was es da nicht alles gibt, wirklich. Poolparty, Mikroplanet, wenn das jemand reinbringt. Junge, du hast 15.000. Alles dreistellige Beträge. Ja, das ist geisteskrank, wirklich, ohne Scheiß. Ich glaube, hier kommt dann gar nicht mehr so weiter viel dazu. Aber es ist ein sehr gutes Video von Tonverändert, sehr, sehr stark aufgegriffen. Und ich bin immer schockiert. Manchmal schreibe ich auch mit Tonverändert, so, woher auch die Themen hat und so, ne, weil es echt stabil ist. Muss man einfach so sagen. Ich lasse mich öfter mal inspirieren an ihn. Und hier kriege ich Aggression. Ja, hier kriege ich wirklich so Zustände, wo ich mir so denke, Alter, das ist nicht der Scheiß ernst, dass die nach Spenden betteln und derjenige, der am höchsten gespendet hat oder der die meisten Punkte hat, der gewinnt dann. Und es geht um nichts anderes in diesen Streams. Und das ist einfach nur ein übelstes Armutszeugnis. Mich macht das auch wirklich traurig, weil ich mir so denke, das ist nicht der Sinn und Zweck von Unterhaltung, von Live-Unterhaltung. Ne? Nee, keine Ahnung, check ich nicht. Also, das ist mir ein absolutes Rätsel.